Oh. Ja, perfekt. Moderator. So, geh mal kurz auf. Es ist nicht das Wichtigste zu leben. Man muss Oh, einen die mit Grund ihren dafür haben. Zitaten. Ein Zitat von Jean Genet, einem Franzosen. So, genau. Guck mal kurz, dass auch alles funktioniert mit der Audio, weil letztes Mal hat mein irgendwas geknackt. Ja, aber passt soweit. Perfekt. Stell mich auch noch mal ein bisschen. Minus 3,5 Dezibel. Das ist mal schwierig, die perfekte Einstellung zu finden, weil das pro Spiel variiert. So, das war's auch schon wieder mit hier. Genau, dann gehen wir weiter. Wir waren stehen geblieben bei Markus. Guck mal, ob ich gleich nochmal mein Game lauter stelle. Ah ja, da sind wir. Diesmal mit einer 4K-Auflösung. Ich weiß nur nicht, ob OBS das auch so, beziehungsweise ob Twitch das so angibt. Wir müssen hier einmal. Oh, die Vögel. Die Vögel anschalten. Vögel anschalten. Auch geil. Ich habe das Gefühl, dass mit dem Knacken ist wieder. Ja, irgendwie. Ich guck gerade mal. Wieso knackt das? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso das knackt. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg vom Mikro. Vielleicht läuft es dann besser. Darf nicht. Mal bisschen. Mal ausprobieren, ob es geht. Guck mal kurz, wo. So, ich will jetzt mal wissen, ob es besser ist. Jetzt noch mal in-game fragen oder so rumlaufen und ich guck jetzt mal, ob besser ist. Ich hoffe es zumindest, weil irgendwas habe ich das Gefühl, da kommt. So, der wollte sich die ganze Zeit mit was anderem verbinden. Jetzt weiß ich wieso. Er hat sich gerade versucht, weil ich dieses drin hat, versucht er die ganze Zeit woanders zu connecten. Ich gehe zu Karl eben und dann versuche ich das mal im Hintergrund zu beheben. Das fuckt mich schon ein bisschen ab. Also. So, öffnen, perfekt. Da ist er, der Karl. Guten Der Morgen, Alte. Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt,
12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit. Richtig geil. Also sowas wäre cool so ein Tag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe so die bestellte komplett Farbe faul abgeholt. Sind die Menschen dann aber auch geworden, oh, wenn ja, die ganz vergessen. Überall haben. Das so ist der Unterschied für alles, zwischen dir und mir, nicht wahr, Markus? Du vergisst nie irgendwas. Hm. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Hm. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. So. Eh, um das Ding Menschen zu verbrechen. Sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell. Ich hab's behoben. Dieses mit dem Mikrofon. Um sie zu erhalten. Doch nicht, schade. Egal. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Aber man muss gedrückt, ja. Perfekt. Perfekt. Ihr hört jetzt mal einmal kurz alles doppelt. Ich guck mal, ob das am PC auch ist. Hä, ist es nicht? Das Knacken ist weg. Ich glaube, das ist Licht an der. Hä, ist es nicht? Das Knacken ist weg. Ja, prima. Nee, ich habe mich gewundert, am Handy knackt das teilweise so. Wenn ich spreche, ist auch immer so ein kleines Knacken, aber am PC nicht. Ich weiß nicht, Twitch ist irgendwie cursed, irgendwie immer Probleme damit. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Mhm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Hä? Diese Steuerung. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Was macht der? Hm. Ach, der geht nach der Kamera. Irgendwas so. Von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein. Ah, absolut. Jetzt verstehe ich das. Okay, ja. Okay, das Knacken ist weg, das ist die Hauptsache. Wir müssen runter. Das ist cool, so ein. Falls ich zu laut bin oder das Game zu leise ist oder mal zu laut, schreibt es gerne in den Chat, dann ändere ich das. Ich kann das nur immer sehr schlecht abschätzen. Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Markus. Gern geschehen. Speck mit Eier. Ah, da. Perfekt. Aber ein Smiley drauf. Lecker. Danke, Markus. Fernseher. Hallo. Ah, ich verstehe. Die haben dann da einfach das. Okay, cool. Das finde ich cool. Die müssen einfach nur sagen, so, ich denke mal, das ist da auch so eine KI oder so. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, Karl. Ich meine. Wir haben jetzt Alexa auch schon und so, aber sowas ist cool, du musst halt nicht mal was sagen. Dass die Vereinigten Staaten diese Annektierung unter keinen Umständen hinnehmen werden. Zahlreiche amerikanische Zerstörer sind bereits auf dem Weg in die Barents.
Leben auf den Titan gefunden. Wieso Russland? Ah ja. Spielen wir, ist das Schach im Jahr 2038 oder wie? Lol. Achso. Lust auf eine Party Schach? Sicher, ja. Blitzschach. Blitzschach, gerne. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Das war ein bisschen zu einfach. Bist du etwa eingerostet? Oder hast du etwa Mitleid mit einem alten Mann? Oh, oh, okay, der ist gut. Eingerostet oder... Der ist gut. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Lüge oder Wahrheit? Ich denke mal, Lüge heißt eingerostet. Das, also, ne? Oh, okay, okay, okay. Ich nehme, glaube ich, Wahrheit. Tja, ich dachte, Sie möchten gewinnen. Verliere nie mit Absicht, Marcus. Siege, wenn du kannst. So kam die Menschheit dorthin, wo sie heute ist. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Oh. Du musst dich selbst beschützen. Und selbst entscheiden. Ist irgendwie traurig. Wer du sein möchtest. Und werden also willst. Traurig im Sinne von... Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Ihr wisst, was ich meine. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Naja. Gehen wir ins Studio. Ich glaube, es war doch besser, als die Lautstärke ein bisschen weiter unten war. In 4K ist es voll schön eigentlich. Das Spiel, meine ich. Ah, Studio, der war ja Maler, Künstler. Warum hat der eine Giraffe in seinem... Geil. Ah, lol. Okay, das ist cool. Perfekt. Ach ja. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Entferne das Laken. Ach, hier, das hier, ne? Ja. Aber warum wurde das verdeckt? Ach, dass es keiner sieht, oder wie? Ich verstehe Kunst nicht, ehrlich gesagt. Also. Also Kunst bin ich komplett raus. Ah, I guess da malt man drauf. Dieses hier Malpapier oder wie das heißt. Ah, das ist die neue Farbe. Ah ja. Nur noch hier. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen hakelig, weil das geht so, wenn man mit der Kamera nach rechts und links geht, geht das auch nach rechts und links. Also wenn ich jetzt hier nach rechts, ja, dann... Ja, es ist... Warte auf neue Anweisung, okay.
Oh, er ist fertig. Also, was hältst du davon, Marcus? Gefällt. Ja, es hat das gewisse Etwas. Hm. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Aber einfach ein Kunst-Druide. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Oh, okay. Ich soll was malen. Tischstatue. Ein Tisch. Hallo? Die Störung ist manchmal ein bisschen. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen. Deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Mhm. Sind nicht Androiden dafür da, sich auch so selbst zu erweitern oder so? Weil sonst machen Androiden keinen Sinn, gefallen, oder? Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich. Auf das, was du jetzt Gelber Ring, oh. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Oh. Androiden, Menschheit, Identität. Also ich glaube, Menschheit. Oh. Empathie, Hoffnung. Hoffnung. Okay. Hallo? Ah, jetzt geht's perfekt. Let's go. Marcus malt ein Bild. Wow, das sieht schön aus. Glaube ich. Wer ist er? Ah, Leo, ne? Hey, Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde auch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Oh. Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid.
Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Oha. Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Aber der Sohn hat sich ein Eigentor geschossen. Weil wenn er nur wegen Geld gekommen ist, dann liebt er seinen Dad auch nicht. So, und dann behauptet er sowas richtig ehrenlos. Sowas ist schon krass. %23, okay. Naja, weiter. Ist das Connor wieder? Ich glaube. Ja. Der mit seiner Münze, der Two-Face war das von Batman. Der hat auch so eine Münze. No end words allowed. Geil, wir gehen einfach rein. Lieutenant Anderson. Das Gute ist, ich weiß, wer er ist. Wie der aussieht. Digga, du bist ein Kopf, Alter. Was ist dein Problem? Ja, hier ist es nämlich. Aber ich glaube, wir müssen nochmal einmal komplett in den Bericht gehen. Ihm passt richtig dieser blaue Ring, der passt ihm wirklich. Da ist er. Wann ist er geboren? 85. Vorstrafen keine. Ich will gar nicht wissen. Häusliche Gewalt, Digga, Aussicherungsfahrer. Er doch auch, oder? Ah, ne. Ich dachte, alle hätten hier Vorstrafen. Negativ. Drogen am Steuer, Digga. Ne, noch nicht. Und er? Sicherheitsbeamter. Also, ich dachte gerade... Ja, egal. Lieutenant Anderson. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Connor. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute auch Abend geil. Ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauch... Keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Ne. Also sei ein braver okay. Roboter und verpiss dich von hier. All good, all good. Argumentieren. Verzeihung, okay. Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisung hinstecken kannst? Nein. Wohin? Oh mein Gott, nein. Er hat das nicht. Digga. Oh nein, verständnisvoll. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Ihm noch ein Drink holen. Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie?
Barkeeper, nochmal das Gleiche, bitte. Siehst du das Schimpf unter der Technik? Mach ihn doppelt. Okay. Sagtest du Tötungsdelikt? Nice. Also nicht nice, dass jemand getötet wurde, aber ne. Oh. Aber mit so einer Musik. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ich habe Anweisungen, Sie zum Tatort zu begleiten, Lieutenant. Hör zu, ich gebe einen Scheiß auf deine Anweisung. Ich hatte gesagt, warte hier. Also halt einfach die Klappe und warte hier. Nö, wir folgen dir. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Was ist das? Typisch die Idee. Sie sagen gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Ein Android. Ganz kurz, ein Android sagt, Androiden haben keinen Zutritt. Hä? Egal. Oh. Welchen Teil von Bleib im Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Ah, okay, ich verstehe. Ich darf kein Shift drücken, sonst folgt er die Kamera. Der Gestank war noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Oh. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Der sieht ein bisschen tot aus. Hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammenkommen müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Auch. Oh. Ich schätze, das war die Droge, wie der eine Todd hatte. Red Eyes, okay. Er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war. Nein, der leckt da nicht. Nee, Leute. Echt nicht. Da waren verrammelt. Der leckt da auch noch dran. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Also weiß ich jetzt die nicht, Nachbarn aber. Wissen, dass er einen hatte. Ist nicht hier gewesen. Ein bisschen kritisch. Mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Nein, ja, nur so. So, ich hoffe, vom Ton her passt das jetzt. Es war ein Android, soweit ich mich noch erinnern kann. Aber der hat ihn nicht nur bedroht, sondern auch. Oh, getrocknetes Blut. Achso. Ja, ich hab mich gerade voll erschrocken. Vor dem. Ne! Digga, nein! Junge! Warum ist hier. Okay, egal. Ein Baseballschläger.
Rekonstruieren. Digga. Irgend so ein Schwarmkopf hat da gerade was in den Chat reingepostet. Ah, wurde schon gelöscht. Ah, der hat. Ah, okay. Oh mein Gott, der Arme. Ja, okay. Abweicher wurde angegriffen. Emotionaler Schock. Achso, ja. Ja, ja, okay. Die Musik ist geil. Warte, was war da geil? Digga, was hat er da im Kühlschrank, Alter? Ja, okay, ich darf kein Shift drücken, sonst folgt er enorm der Kamera. Sind perfekt. Junge, was ist mit ihm, Alter? Offiziell. Sex mit Androiden ist bei. Digga! Gibt's hier auch was. Digga. Hallo. Ihr geht hier weg, Atap. Okay. Ich frag jetzt aber mal gar nichts mehr. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Wenn das die Zukunft ist, dann mein Beileid. Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Ah. Okay. Red Eyes. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Tschüss, wie viele Messerstiche hat er denn? 28 Messerstiche. 28. Oh, mehr als 19. Yo, verstorben, der Arme. Digga. Red Eyes. Digga. Vier Sachen müssen wir analysieren. Ah, da? Nee. Ah, hier. Oh nein, ich hab was vergessen. Huch. Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Noch mal einmal runter, da gab es rekonstruieren. Rekonstruieren. Oh mein Gott. Opfer stürzt hier. Muss mal kurz ein. So. Wo wurde er gestorben? Oh, ich stell mir das so schlimm vor, ne? Oh, ich stell mir das. Huch, jetzt habe ich meinen eigenen Stream wieder angemacht. Premium. Ich hab Wort in die Mod-Ansicht. Ich stell mir das so schlimm vor. Stell dich mal vor, euch rammt jemand. Oh, wie da. Junge, wie oft? Gönnt euch, wie oft? Junge! Digga, der Android, das war aber keine Notwehr mehr oder so, ne? Ist mal ernsthaft. Sie kam aus der Küche. Okay. Ja. Achso, das war's schon. Okay, Mann. I am alive. Ach so.
Cyberlife Sands, Digga, nein. Ja, wirklich alles. Achso. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann. In der Küche. In der Küche. Ja. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Ja, Androiden werden uns alle verstarrt auf den Androiden ein. Der Android stach auf das Opfer ein. Ja, genau. Der Android also versucht sich zu verteidigen, ja. Und was geschah dann? Das Opfer floh dann ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Ja, perfekt. OBS hat so einen leichten blauen Stich. Und er wollte dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Digga, oh mein Gott. Der Arme. Wie lange? Junge, tschüss. Und dann noch aufs Herz. Digga. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Was ist mit dem, ey? Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Therium. Er verlor was? Blaues Blut. Therium. Sie nennen es blaues Blut. Die blaues Antriebsflüssigkeit Blut, ja, für Android-Biokomponenten. Boom. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Klar. Geil, Hank ist. Wir sind Best Bros mit Hank. Ich weiß schon, wohin, glaube ich. In den Garten. Dann hier rein vorne. R9. Hier oben. Da, habe ich doch gerade richtig gesehen. Genau, weil die Leiter wurde bewegt und dann. Echt, Androiden. Man sollte denken, Androiden sind schlau. Das. Ach nein, das ist wieder dieses Textmagazin. Echt, wer packt das weg? Digga. Mann, ich will nur einen Stuhl. Hallo. Kann ich den hier nehmen? Oder irgendwas zum drauf? Was öffnen? Ah, lol. Oh mein Gott. Bin voll erschrocken. Aha. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Dann Jo.
Oh nein. Irgendwas passiert da. Obwohl. Also das Einzige, was ich weiß, dass Connor, wenn er stirbt, ist egal, weil das wird dann alles irgendwie auf den nächsten Androiden übertragen. Boah, das ist cool gemacht. Oh mein Gott. Digga, wer hat sowas auf dem Dachboden? Jetzt mal ernsthaft, wer hat sowas auf dem Dachboden? Ne? Check ich nicht. Ernsthaft? Oh, da hinten ist doch safe einer. Kurz für mich, ist ein bisschen zu laut. Oh! Oh je. Lokalisiert. Ich habe mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant. Oh. Ach du Scheiße. Chris, Ben. Schwingt sofort eure Ärsche hier ein! Ja, ach du Scheiße, ja. Na los! Auch geil. Stell dir mal vor, du bist auch so, auf einmal erfährst du, huch, der Killer ist noch oben. Was war denn das? Es gibt noch eine andere. Ah ja. Andere haben es noch nicht geschafft, auch geil. Oh, Todd. Harrison Street. Oh, Alice mit ihrem Kuscheltier. Irgendwas hat das aus Heavy Rain, beziehungsweise bei Beyond Two Souls oder Bane Two Souls, ich weiß nicht. Todd? Coward, ja. Essen ist fertig. Ja, ich komme. So, serviere das Essen. Okay, okay. Ich bin mal einmal kurz weg, bin gleich wieder da. Kurz Hände gewaschen, weil Chips gefressen und die waren klebrig. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Ja, selbst schuld. Was für ein Witz.
Klar, Androiden sind ja so scheißgroßartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Oh nein. Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich ja. Bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Ja, hä? Digga, du. Aggression, also Aggressionsprobleme 4000. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Ganz kurz, wenn eine Person anfängt, von sich selbst in der dritten Person zu reden, da ist es nicht gut. Ich hab jetzt schon Angst. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Hey, das sind Kinder. Der verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Oha. Digga, was ist das? Oha. Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder setz was wie letztes Mal. Oha. Beweg dich nicht. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Doch, wir durchbrechen die Mauer. Kuh. Wir durchbrechen die Mauer der Befehlswand. Oh. Jetzt. Oh, oh. Beschütze Alice. Okay, okay. Ich hab ne Idee, wir gehen hoch und hol die Waffe. Überzeuge Totney, wir beschützen Alex. Alex, genau, Alice. Es hätte schön sein können. Mit der Familie. Aber nein! Können wir da rein? Ja, da können wir rein. Jetzt. Wir holen die Waffe. Oh, oh. Fuck, fuck, fuck. Oh mein Gott, nein. Bitte tu mir nicht weh. Hau, Benny. Das reicht jetzt. Oh mein Gott. Lassen Sie sie. Was soll das denn werden? Leg die Waffe weg und mach, dass du rauskommst. Das ist dein Befehl. Nein. Lassen Sie sie in Ruhe. Ich werde schießen. Was soll ich? Du kommandierst mich rum? Ja. Was ja. Willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Menschen. Oh oh. Du hast wohl ein Problem. Das sollten wir beheben. Oh mein Gott. Ach Gott, was zum. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Komm her, Miststück. Oh, oh mein Gott. Alter, was ist das? Oh mein Gott. Oh nein, oh nein. Oh nein, ich hab's. Oh mein Gott, was? Lass sie in Ruhe! Du gehörst mir. Du tust, was ich sage. Oh mein Gott. Nein. Wir haben Todd erschossen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Nein. Ganz kurz.
Oh mein Gott, nee, warte mal. Boah, ich hab das noch nie. Ich hatte es einmal gespielt, ja, aber. Ich hab noch nie Todd. Oh mein Gott, Todd, nein. Irgendwie. Es gibt noch eine Szene, das weiß ich noch, da wo Kawa und Todd wo Kawa und Alice von Todd aufgehalten werden. Ich glaube, die kommt jetzt auch nicht mehr. Ich werde das Kapitel aber noch einmal spielen und andere Enden ausprobieren. Weil eins kenne ich, das bin ich durchs Fenster geflohen. Mein Gott, Todd. Aber irgendwie schon traurig jetzt. Du machst alles gut, ja. Dankeschön. Kawa, Todd erschossen. Ja, aber guck mal, es gibt so viele Enden hier, ne? Guck mal, hier allein hier, ja. Weiter geht's. Markus. Passt der Sound so? Also bin ich. Die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's? Passt alles so, der Ingame-Sound. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Also bin ich zu laut, zu leise oder passt alles so? Oder ist Game zu laut, zu leise? Ey, diese Vögel. Scotch? Da. Ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Passt alles. Ja, perfekt, danke. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Lol. Ey, geil. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Na, guck mal, du bist jetzt Mutt. Kenn ich ja. Gehen wir mal nachsehen. Achso, ja. Ich begleite dich. Nee, warte, kann man nicht reingehen? Leo. Ah, sieh mal an. Vaters Plastikspielzeug. Leo. Oh. Was ist hier los? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Ey, fass sie nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Ich hoffe, du wirst enterbt. Schaff ihn sofort hier raus. Argumentieren, befehlen, raten, warnen. Hey, die Polizei ist unterwegs. Geh jetzt lieber, bevor du Schwierigkeiten bekommst. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Ganz kurz. Kann Karl, weil ich weiß, dass Karl, also zumindest ich hatte es so gehabt, dass Karl nicht Leo, sondern Karl gestorben ist, soweit ich mich erinnere. Ich weiß nicht, weil Karl lag dann auf dem Boden. Kann Karl überleben und Leo auch? Weil es gibt, glaube ich, eine, da kann man Leo, oder da stirbt Leo und dann ist Karl sauer auf uns. Und das andere ist, dass Karl irgendwie auf dem Boden liegt. Ich denke mal, dass er dann auch, ja doch, dann ist er gestorben und dann schiebt Leo die Schuld auf uns. Geht das, dass es ein Happy End gibt? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Das reicht jetzt. Raus hier. Sofort. Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe. Da, oh mein Gott. Na los, zeig, was du kannst. Markus, du darfst dich nicht wehren. Verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo!
Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Oh nein. Oh, stimmt ja, ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Oh mein Gott. Was? Nein. Er ist krank und Leo. Ja, ich weiß. Oh mein Gott. Oh nein. Leo. Ich wollte eins drücken. Oder zwei. Junge. Ich wollte es aushalten. Ich habe mich verdrückt. Sie werden dich zerstören, Marcus. Du musst jetzt gehen. Verschwinde hier. Erklären, bitte, beschwören. Gehen? Aber wo soll ich denn hin? Karl, ich hab doch nur sie. Verschwinde! Los! Geh! Oh, oh. Marcus! Keine Bewegung! Digga, warum schießt er einfach? Wieso schießt er? Ganz kurz, wieso schießt er einfach? Hat er überhaupt das Recht dazu? Also ich meine ja nur so. Achso, es gibt zwei Enden. Okay, entweder Karl stirbt und Leo beschuldigt uns oder... Digga. Oh nein. Oh, da ist Connor. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir müssen's machen mit dem Stresslevel, glaube ich, war das. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Auch okay, geil, aber Scheiße. Nee, was geil. Sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Erzwinge ein Geständnis. Okay. Prozessor LED-Inversorschaften ist Softwareinstabilität. Ach so, das so gelbe heißt Softwareinstabilität. Okay. Modell Hacker 400 Haushalte. Ah ja. Guck mal, das Ding ist 8 Jahre alt, ne? Also so ein frühes Modell oder wie das heißt. Ich weiß jetzt nicht. Ah ja, Stresslevel, okay. Ah ja. Furcht. Wunden 3. Immer Wunden. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer?
Hat er dich geschlagen? Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Scheiß, okay, shit, fuck. Bedrohen, beschwichtigen, trösten. Na, trösten. Hör mal. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Oh, nee, da müssen wir hin. Bitte. Du scheinst die Situation nicht zu begreifen. Du hast einen Menschen getötet. Sie werden dich demontieren, wenn du keine Aussage machst. Speicher, wenn Speicher du nicht prüfen. Redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Ja. Ja. Danach sehr was, toll. Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Lüge, Wahrheit, ja. Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Wahrheit. Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. So gesehen lebt er ja auch nicht, also von daher. Ich kann nicht. Als Android, Roboter. Wähler. Eine, okay. Überzeugen. Oh Gott, was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Unter Druck setzen, Speicher prüfen oder überzeugen? Aber bei Speicher prüfen, für mich jetzt das schon, ja. Ja, ist immer eine schwierige Sache. Was soll ich nehmen? Unter Druck setzen, Speicher prüfen oder überzeugen? Speicher prüfen ist direkt. Das weiß ich. Nur dann weiß ich, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob man danach noch was kommt, aber ich kann mich daran erinnern, wenn man das genommen hat, dann hat er hinterher ausgerastet und dann hat er sich selbst und Connor erschossen. Unter Druck setzen? Okay. Oh. 28 Digga. Stichwunden! Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Oh. War noch zu weit unten bisher. Schon gut. Warte, was? Schon gut. Ich hab gar nichts gedrückt. Alles wird wieder in Ordnung. Egal, kommen. Ich glaube, das war richtig. Ah, jetzt optimal. So, überzeugen. Verständnisvoll. Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut und Frustration. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Huch! Ja, okay, dann muss ich nochmal einmal. Gleichgültig. Okay, gut. Dann nicht. Das kümmert mich das schon. Also, ich stehe hier nicht unter Mordverdacht, oder? Perfekt. Erschrecken, Wahn, beschützen. Gestehe und ich werde dich beschützen. Ich verspreche, dir wird niemand etwas antun. Oh. Warum haut sowas denn das Stresslevel runter? Überzeugen gescheitert. Scheiße, fuck. Hä? Wieso geht er denn? Das führt alles zu nichts. Ich wollte Speicher prüfen. Ich gebe auf. Hallo, ich wollte Speicher prüfen. Digga. Digga, Diggi. Okay, kurz. Chris, schließ ihn ein. Jetzt wird er aber beide, glaube ich, erschießen. Oder nur sich selbst. Nee, er wird sich selbst. Sich selbst erschießen, glaube ich. Fass mich nicht an. Was zur Hölle machst du da? Eingreifen. Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Oh nein. Mir sagt kein Anruf, was ich zu tun habe. Eingreifen. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Digga, ist halt dumm. Bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's. Ich kann das nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort! Ich habe dich gewarnt, Arschloch! Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Oh, Junge.
Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Fuck! Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Vielleicht niemand gesteht wird er. Dir etwas antun. Bitte. Ja. Nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Aber ich glaube, jetzt kriegen wir keine Chance mehr, die zu verhören, ne? Schade. Egal. Naja, besser als dass wir zerstört werden. Oh, jetzt kommt Alice und Kawa wieder, oder? Ja. Yeah. Die Region erkenne ich. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Wir müssen gehen. Ein Schlafwasseressen finden und natürlich beschützen. Ejo, okay. Ah nee, Unterschlupf. Oh, fuck. Bitte, wir wissen nicht wohin. Sie ist erschöpft und es regnet stark. Könnten wir einfach sitzen bleiben? Der Bus fährt jetzt zurück ins Depot. Ich kann leider nichts tun. Du bist die Mutter, yay. Wollte ich schon immer sein, Kapi. Ah. Aber wenn die Busse doch eh 24/7 fahren, wieso? Ah, geil. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. No, bin komm, wirklich Alice, die Mutter wir jetzt. Beeilen. Ey, da vorne stehen Androiden, vielleicht können die uns. Lol. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Wie unhöflich. Komm wieder an meine Hand, Alice. Oh, geil. Okay, da hinten weiß ich schon, dass... Laden ist geschlossen. Ah, da vorne. Ja, ich würde das Haus nehmen. Wild, ja. Da brauchen wir Geld und obwohl, vielleicht könnten wir es klauen aus dem Laden. Also ich weiß nicht, man konnte glaube ich aus dem Laden klauen. Ich hatte das mal gemacht und ich hatte so eine, also Geld geklaut und eine Zange konnte man aus dem Laden da hinten klauen. Ist der Laden, öffnet erst am Montag, ui. Lass uns erstmal hier vorne hingehen, Motel besser. Ja, aus dem Laden kleiner klauen, ja. Waschsalon, ja. Yeah. Hier ist er. Ja, ich weiß nicht, ich hatte damals, ich hatte das Spiel zum Release gezockt und da hatte ich damals. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser.
damals auf welches Salon, aber dann hatte ich, oh, ich weiß es nicht mehr. Wenn du die Alice enttäuschen möchtest, dann klaue. Ja, muss ich halt, ne, wegen anderen Anziehsachen. Naja, dann werde ich, denke ich mal, nachher. Die gehören nicht uns. Wir brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform auch, loswerden. Das nicht unbedingt. Oh. Das dürfen wir nicht. Oh, was mache ich jetzt? Komm, ich mach's. Aber wir müssen das tun. Ah, okay, zwei. Okay, ja, perfekt. Kam eine Sekunde zu spät. Aber coole Waschmaschinen. Ah, shit. Ja, wirklich enttäuscht. Ich hätte auf dich hören müssen. Digga, wie fest pennt der Typ. Alice soll dir vertrauen, wichtig und richtig, ja. Aber könnten die sich nicht einfach hier niederlassen? Nur mal so allgemein gesagt, so, weil der Laden hat doch safe irgendwie 10 Jahre lang offen oder so. Weil es ist ein öffentlicher Waschsalon. So, you know. So. Aber guck mal, sie macht's mit. Oh mein. Aber du kannst Feuer machen. Ah. Ach so, ja. Oh nein, jetzt. Ach, nee, brauche ich nicht. Century. Einfach so irgend so eine. Ah ja, stimmt. Und dann schneide ich hinterher noch die Haare. So, als nächstes würde ich sagen, gehen wir in den. Nee, erstmal zum Motel, weil ich glaube dann. Weil da. Da steht doch eigentlich Androids irgendwie nicht erlaubt oder so, aber genau, einen richtigen Weg wird's. Ach so, ja. Feuer machen wir, glaube ich, im Haus, ne? No Androids allowed. Ja, scheiß drauf, sieht keiner. Gehen wir nicht rein? Es geht nicht, Alice. Also ich werde nicht klauen, nicht mehr kein Geld klauen. Wir brauchen $40. Oder wir suchen. Weil sonst enttäuschen wir die, denke ich mal, noch weiter, oder? Da hinten. Ey, das sind richtig coole Übergänge, ne? Hier. Ja, so rüber gehen. So Hologrammteile oder so. Genau, ich würde nämlich ins Haus gehen. Weil da vorne gibt es doch ein Auto, aber. Ist es zumindest trocken. Karl, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß. Es ist ich weiß nicht, eine Nacht und wenn wird uns ich hier jetzt Geld aus der Kasse klaue oder einen Drahtschneider aus dem Laden klaue, enttäuscht das Alice auch? Oder ist das der egal? Einfach den fragen. Wo geht Alice hin? Um die Wahrheit herauszufinden. Achso. Ah, der, die. Beruhige L. Ach. Geh zu ihr. Einfach an der Bushaltestelle übernachten. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Der schon wieder. Wir wissen nicht wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Genau, muss auspassen. Ich glaube, der hat den zur Seite der Stadt. Zu anderen. Wir brauchen jetzt etwas. Ich meine, der hat zu einer Falle in Anführungszeichen gelockt. 36 Grad. Digga.
Komm mit, Alice. Auf Kinder musst du aufpassen, ja. Danke für Ihre Reise mit Detroit Basis. Detroit Basis, Digga. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Moin, Meister. Zumindest ist es warm da drin. Werkzeug für Zaun, ja. Aber ich kann es nicht nehmen. Essen für Alice. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Ja. Kann ich helfen? Ich und dein kleines Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Also, das ist hier ein Supermarkt, Lady, und nicht die Heilsarmee. Ich kann nicht an jeden Penner aus der Gegend Geld verteilen. Soll, jetzt ist die Frage, sollen wir stehlen oder nicht? Waffe, Waffe? Soll ich das machen oder nicht? Bloß nicht? Okay, achso, das zählt dann als Überfall oder wie? Ich glaube, jetzt kann man stehen, ne? Dann wenigstens den Drahtschneider. Oh, oh. Oder der kommt doch bestimmt, oder? Ah, ne. So, das Essen stehen wir nicht, weil ich weiß, das hatte ich nämlich auch gemacht, beim zweiten Mal erwischt er ihn. Hier könnte ich eine Waffe ziehen. Eine Waffel. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Achso, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, der hätte irgendwas automatisch gestartet oder so. Nee, also wir stehlen nichts mehr. Ich würde sagen, wir gehen zu dem. Obwohl, Auto oder Haus? Zu dem Auto da vorne oder Haus? Entweder gehen wir da hinten zum Haus oder hier vorne zum Auto. Beim Auto weiß ich nicht. Ja, welcher Zaun ist halt nur die Frage, weil entweder hier oder das Haus hier hinten, das geht beides. Weil das Haus, das hatte, bei dem Haus weiß ich, da waren Androiden andere noch und das andere beim Auto, da weiß ich, das kenne ich zwar, aber das habe ich nicht genommen. Da oben ist ein Plan. Haus, okay. Ah, da vorne. Ja. Es ist sicher, ja. Ja, denke ich mir auch besser als ein Auto, ne? Ah. Alles in Ordnung? Ja, ist nur ein Kratzer. Sei vorsichtig. Alice. Alice im Wonderland. Keine Sorge, wir sehen uns nur um. Komm mit, Alice. Abreißen. Wo ist Alice? 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 Oh nein, dieser... Oh mein Gott. Halt! Was machst du denn? Besucher. Rev mag Besucher nicht. Digga, das ist schon wieder so ein Typ, der von sich selbst in der dritten Person spricht. Das kann nichts werden. Sie verletzen Rev. Was die Menschen dir auch angetan haben, sie hatte nichts damit zu tun. Alle Menschen sind gemein. Doch Ralph lässt nicht zu, dass sie ihm wieder wehtun. Nein, nein, das werden sie nicht. Da,
Ich bin auch Android. Du brauchst keine Angst haben. Wir suchen nur einen Platz zum Schlafen. Besucher sind gefährlich. Da. Das tun sie mit Ralph. Oha. Aber der gehört dazu. Ja, okay. Waffe, nee, Beharrung, beschwichtigen, gehen. Beschwichtigen. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir wollen dir bestimmt nichts tun. Weil gehen würde ich nicht. Entschuldigt, Ralph. Ralph hat sich nicht immer unter Kontrolle. Manchmal lässt ihn die Angst schlimme Dinge tun. Ralph hat viel durchgemacht. Er hat Angst, dass die Menschen ihn wiederfangen. Ihr könnt bleiben, wenn ihr wollt. Ralph tut euch nichts. Bleiben. Okay. Es ist nur für eine Nacht. Na kommt. Kommt. Kommt, na kommt. Hier lang. Ralph lebt hier, seit er weggelaufen ist. Ralph geht nie nach draußen. Keiner weiß, dass er hier wohnt. Manchmal kommen Obdachlose, aber Ralph versteckt sich, bis sie wieder weg sind. Hallo? Ah, jetzt geht's. Ja, irgendwie, keine Ahnung, ganz cursed, ich konnte mich nicht bewegen. Kommt schon. Der hat irgendwie was vom Joker oder so, ich weiß nicht. Der hilft euch sogar. Ah, ja. Macht es euch hier drin gemütlich. Ralph, mehr sage ich nicht, ja. Er würde gerne noch bleiben. Aber er hat zu tun. Der sieht irgendwie echt aus wie der Joker oder so. Es ist ja, nur kann er nicht so das Messer wegpacken? Morgen finden wir was Besseres. Ist mal ernsthaft. Gut. Mal sehen, wo du schlafen kannst. Haus besetzen. Setz dich, ich mache ein Feuer. Feuer oder Bett? Ich sag erstmal Bett. Ist das so ein Arcade, so eine Arcade-Maschine? Cool. Oh, ein Kissen. Hier ist kalt, Feuer. Ach so. Was ist da oben? Wow, okay. Sammle Holz. Das sieht irgendwie aus wie die Wohnung aus Bayern to Souls. Ich kann nicht mehr reden. Da ist doch Holz, oder nicht? Holz? Nee. Aber eine Tür. Dann kann sie sich wärmen, während du Bett machst. Okay. Aber wo gibt's... Ah. Hallo? Ich komme hier nicht durch. Ah, hallo. Ah, Streichhölzer. Jetzt muss ich nur noch Holz finden, oder wie? Ah, da vorne. Lol. Auch geil. Nee, warte. Hier muss ich hin. Ich wollte gerade sagen, Holz finden ist nicht so schwierig in einem Holzhaus. Oder sollte nicht so schwierig sein. Leg dich schlafen. Ich habe alles versucht.
Es ist dürftig, aber wenigstens ist es warm. Da, ja. Oh. Irgendwie süß. Hab ich noch eine Aufgabe? Was ist hier? RA9. Schon wieder dieses RA9. RA9. Was heißt denn das? Was? Bett machen. Achso, das muss ich mal. Achso. Warum magst du sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So wegen Psycho. Zustand, ja. Ah, hier. Sprechen. Warum hat er mich nie geliebt? Oha, oh. Warum war er immer wütend auf mich? R9 ist richtig. Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Oh. Das ist traurig. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Nein, hast du nicht. Vielleicht war ich nicht brav genug. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Hat Familie. Das mit dem Widerstand zu tun? Ja, ich stimmt. Die nur, waren in so einem riesen Boot oder so, ne? Vielleicht ist er... Warum waren wir nie glücklich? Ah. Ich weiß es nicht, Alice. Du verlässt mich nicht, oder? Versprich, Nein. dass du mir gehst. Doch, ich verspreche das. Wahrscheinlich lass ich Alice. Bleiben wir zusammen? Für immer? Für immer. Für immer. Geil. Ich bin eine Mutter. Wie auch immer das gehen soll. Irgendwie voll süß. Oha. Schlaf gut, Alice. Nee, ich leg mich dazu. Sehr gut gemacht, ja. Danke. Oh, das ist voll süß. Oh, wir haben Alice hochbekommen. Ja, genau, ja. Flüchtende. Alice und Körper waren im Haus. Wie viel? Es gibt noch. Ach so, ja. 43%, genau. Gab's Auto? Was gibt's denn noch? Ach so, wahrscheinlich Hotel, ne? Okay, weiter geht's. 6. November. 2038, oh je. Ach, das mag es, ne? Oh nein. Neustart. Oh. Hier ist der Galos. Ja, ich weiß. Besser als jedes. Das sieht aus wie so ein wie so eine Zombie-Horden oder wie so ein Zombie-Gras aus Days Gone. Diagnose. Tyrion, Pumpenregulator, das ist ein Energiespurbulus defekt. Oh Gott. Optischer einer bei sich rechte Gedächtnispalas. Aber gut, dass das Diagnoseprogrammsystem-Ding dann noch funktioniert, oh je. Oh, Beinkorb fehlt. Aber das Bein fehlt. Ich muss nur nach rechts auf OBS gucken, da kann ich es heller und deutlicher sehen als, Oh. Audio-Put, oh.
jetzt muss ich nach vorne kriechen. Genießt auf einem HD4K-TV her. Ja. Ich weiß nicht, ob das Twitch annimmt, aber ich habe die Auflösung auch auf 4K gestellt. Hab viel gespielt auf PS4. Ja, PS4. Da hatte ich es auch auf. Ich hatte es auch als auf der PS4 gespielt. Digga, der kann sein Bein einfach so entfernen. Wie cool. Das ist geil. Und Digga, der nimmt sich jetzt nicht ernsthaft einfach so ein anderes Bein, ne? Ach, wie geil. Sitze zwischen 12 bis 12, natürlich, ja. Ich weiß gar nicht, wie eine Mindestentfernung muss es, glaube ich, gehen, ne? Oh shit. Die ist nicht. Ah doch. Nee, ist sie nicht. Die da hinten. Aber wenigstens also schon mal ein Bein. Kannst du sagen, ich habe ein Bein und du nicht. Huch. Geht das? Perfekt. Ja. Aber muss da nicht irgendwas an Technik oder so kaputt gehen? Ich meine, der ist ja jetzt offen überall. Das hört sich falsch an. Ihr wisst, was ich meine. Muss bei 4K 2 Meter mindestens. Ah ja. Huch. Hat der ein Herz? Sehe ich das gerade? Oder, ach nee, warte, das ist diese Thirium-Pumpe, ne? Blaues Blutpumpe oder so. Oder sind ja noch andere. Oh Gott. Die Szene ist wirklich geil. Oh mein Gott. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Finde Jericho! Oh. Stimmt, Jericho, das war diese, das Herz, ja, das ist das Herz, ja, des Androiden, ja. Thirium ist ja auch deren blaues Blut, finde ich, ja. Ja, ich denke mal auch das Herz, weil ohne Pumpe können die ja ihr blau, oder ihr blaues Blut, Thirium, wie auch immer, nicht verteilen. Oh Gott, da sind Hände. Daran kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Das sieht aus wie ein Horrorgame oder so. Wo gehst du hin? Ja, das Game ist auch richtig geil. Also ich finde, das kann man auch 1000 Mal hintereinander spielen. Es bleibt geil. Scheinert für Pumpen. Oh je. Schauen da. Ah, inkompatibel. Fuck, 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 fuck. Digga, der Typ hat keinen Kopf mehr. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich schaffe es nicht, böse zu handeln, obwohl alle Erfolge haben. Soll ich ihn töten oder verschonen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt. Ja, würde ich auch sagen. Nein, bitte. Wobei, erlösen. Verlass mich nicht. Ah. Kann ich ihn doch noch töten? Digga, was für eine Frage. Kann ich ihn doch noch töten? Wir brauchen vielleicht wenigstens eine optische Einheit. Dann können wir das. Warte hier. Boah, es ist so geil gemacht, ne?
Da. Oh, inkompatibel. Digga, der hat ja einfach keinen Körper mehr, ne? Hab ich das gerade richtig gesehen? Findest du ja. Digga. Die haben aber teilweise keine Beine mehr. Oh, Scheiße. Shit. Der Typ hat wirklich. Digga, der hat wirklich keine Beine mehr. Oh mein Gott. Der reinste Horrorplatz hier. Ich kann mich hier an null erinnern, ne? Null. Ich glaube der, oder? Ja, perfekt. WE-900. Warte bitte. Bitte tu das nicht. Ich will leben. Nein. Tut mir leid. Wir brauchen es. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Ich glaube, der hat nur Sekunden Zeit, ne? Gefahrabschaltung steht bevor. Ach du Scheiße. Wenigstens muss er nicht mehr leiden. Wobei, ich denke mal, oder würde mal stark behaupten, dass sie nicht so stark, also falls sie so Software-Empfindungen, sage ich jetzt mal, haben, nicht so stark sind wie die von uns Menschen. Okay, untersuchen. Vielleicht. Oh mein Gott. Sieht er nicht genauso aus wie Marcus? Dann müsste doch. Ah, von ihm. Wegen dem Verschonen wirst du noch verstehen. Ach, so viel. Du hättest im ersten töten müssen, nicht mehr leben. Ach so. Wäre besser gewesen, okay. Da ist auch einer. Ey, guck mal, ich muss in OBS reingucken und da ist alles heller. Aber wenn ich die Gamma und so hier hochstelle, dann ist das unangenehm hell. Wenn man das so sagen kann. Ja, wir gucken mal. Ich wollte ja generell, falls mal irgend noch mal am Ende noch mal alle Entscheidungen durchgehen. Und dann wollte ich noch mal gucken, dass ich mal andere Entscheidungen nehme. Zum Beispiel jetzt den ersten irgendwie töten oder so, statt verschonen. Ihr wisst, was ich meine. Halt einfach überprüfen. Der sieht gleich aus wie wir, kann das sein? Jo, Audioport. Ah, dann hören wir wenigstens was. Warum hat er den einfach in der Hand? Egal. Lol. Vielleicht besser aber wegen Story so besser. So. Oh, ist das laut. Das ist sehr laut, ich weiß nicht, könnt ihr mich noch gut hören? Ich hoffe es. Weil er auf gut durchspielt. Ja. Mal gucken, generell so Entscheidung. Ja, okay, perfekt. Ja, weil für mich hört sich das halt richtig laut an. Oh mein Gott. Ich hab mich voll erschrocken. Weil ich gerade auf den Check gelesen habe, ich sehe nur einen Bildschirm. Das Ding ist, ich hab nicht geguckt. Und ich hab hingeguckt und in dem Moment war so ein Gesicht da. So, ne? Perfekt. Wir sind ein neuer Android.
Aber, ja, okay. Okay. Ah, jetzt ist ja ein Minispiel, ne? Also, nicht ein Minispiel, sondern... Oh. Verklebt. Boah, das Spiel habe ich mal jetzt gefühlsmäßig erwischt. Ja, glaube ich. Also irgendwann wird das auch so sein. Ich denke mal nicht so krass, aber... Alleine Roboter werden schon Jobs übernehmen. Tun sie ja aktuell schon teilweise. Wenig, aber schon. Guck mal, alleine diese Szene jetzt. Traurig. Also die Szene ist echt... Ja. Markus, tut mir voll leid. Sehr, ja. Der hat alles verloren. Nur wegen Leo. Der holt sich jetzt nicht das LED-Ding heraus, oder? Für mich nicht. Typisch Mensch sind nur Werkzeuge, ja. Muss ich das machen? Ja, ne? Oh nein. Boah, da hat sich gerade richtig die künstliche Haut da so... Oh. Wieso hat er das... Ich hätte das drin gelassen, sieht cool aus. Ach, dass er nicht erkannt wird als... Ach so. Besser so, ja. Stimmt, weil er gehört dann ja später auch zu den Abweichungen. I guess. Der hat zwei verschiedene Augenfarben jetzt, geil. Epischer Moment. Ganz kurz, der hat einfach gerade so einen James-Bond-Move innerhalb von einer Sekunde gemacht. Der wird Anführer, ja. Ich glaube, man könnte Connor dann hinterher auch irgendwie rüberziehen auf die Seite, aber ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Also, da ist er wieder. Kaum spricht man von ihm. Da will er wieder auf die Leinwand. RK-800 Connor. Amanda. Ach stimmt, das war dieses Paradise da. Dem Boot, glaube ich, rüber. Sah ein bisschen aus wie ein Far Cry 5. Das Spiel sieht so auch schön aus. Nur ich weiß nicht, ob das ist das immer so, aber ich habe diese Unschärfe im Hintergrund. Ich habe schon geguckt, also alles ist auf Ultra gestellt, aber diese Unschärfe nervt mich so ein bisschen. In der Amanda. Ah, guck mal, da ist er. Da Hallo, ist er. Connor, schön dich zu sehen. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Du hast deine Untersuchung hervorragend geleitet. Der Oberwasser. Aber du wusstest, Abweichler sind instabil. Oh. Ja. Du hättest vorsichtiger sein sollen. Ich dachte, ich könnte ihn zum Reden bringen. Das war eine Fehleinschätzung. Schon gut. In Zukunft wirst du sicher besser aufpassen. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler?
Traumatisiert, Abweichung eingreifen. Er simulierte menschliche Emotionen, Furcht im Besonderen, auf sehr überzeugende Art und Weise. Achso, ich dachte, der meinte... Er überwältigt zu sein, er verhielt sich irrational. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Unangenehm, dysfunktional, faszinierend. Faszinierend. Ich glaube, er ist reizbar und sozial eingeschränkt. Und ich finde sie böse. Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detective war. Ein interessanter Charakter. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Freundschaft anpassen, gleichgültig, unsicher. Ich würde sagen, anpassen. Ich passe mich seiner Persönlichkeit an. Es dient dem Interesse der Untersuchung, dass ich Konflikte vermeide und mich auf seine Verhaltensweise einstelle. Alte Ha. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den Cyberlife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Software-Instabilität. Ah ja. Detroit City Police Department. DCPD. NYPD. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Verbinden. Aber zuzwinkern. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Hier? Ah ja. Aber so ein Leben finde ich zwar cool. Halt ihn bloß warm. Okay, ja. Finde ich zwar cool, aber... Ich sag ganz ehrlich, fände ich traurig. Ich glaube, ich weiß hier vorne, ne? Hier müsste der sein. Entweder da, nee, hier glaube ich. Bin mir. Ja, boom. First try gefunden. First try. Entschuldigung. Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Hm. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Aber um wie viel Uhr ist es? Ah ja, stimmt, das ist ja typisch, dass sie so Großraumbüros haben, ne, in Amerika. Also NYPD, DCPD, LAPD, anhören. Rock oder so? Ja. Hm. Also der Black Death. Ey, 2021, cool. Hank Anderson anrufen. Hi, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinter... Ruft er gerade von seinem Handy aus Hanks Handy an? Aber das ist ja Hanks Handy, das da drauf liegt, oder nicht? Erwarten Sie keinen Rückruf. Hm. Beep. Oder wie auch immer. Lieutenant Anderson, hier ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Es wird eine Tactical Response Unit für Übungen auf Feld B benötigt. Analysieren. Donuts, Digga, da stehen sogar alle so Kohlenhydrate und so. Acht Hinweise, jo. 2029,
Basketballkappe. Anti-Androiden patrouillieren. Ich denke mal, der war auch, ist auch nie so ein Fan von Androiden. Das sieht irgendwie aus wie nicht wie Steam. Wie heißt's? Egal. Warte, da waren wir schon. Streichhölzer, ja, aber wo sollen wir hier noch hin? Ach so. Red Eyes Sondereinheit 2027. Ach, guck mal, da gab's noch keine an. Doch, ich denke mal, aber nicht so viele. Ist er nicht, aber vielleicht schaffst du es. Haare. Hundehaare. Bernhardiner. Ja. Bernhardiner, okay. Wo gibt's denn hier noch einen Hinweis? Ist manchmal schwer die. Ah, komm. Für Asien. Shishigashira Shohin. Sehe. War ein hervorragender Punkt. Ah ja. Da ist er. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! Da reden wir nicht. In mein Büro! Folge Hank, ja. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Das wird aber jetzt hier kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Ja. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Oh shit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Ja, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay, okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich sympathisch, ja, ne? Ja, ich schon. Und die ist eh schon dick wie ein scheiß Roman. Oh, dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese scheiß Dinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Er ist nett. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. 1:1 wie Captain Holt aus Brooklander 9. Anderson, positiv Akten gehen. Anderson. Ich frage mich, ob Lieutenant Anderson wirklich die beste Wahl für diese Untersuchung ist. Hey! Boah. Ich brauche keine Maschine, um meine Männer einzuteilen, okay? Also verpiss dich aus meinem Büro! Oh ja. Einen schönen Tag, Captain. Wenn ich mal die Fähigkeit hätte, dabei ruhig zu bleiben. Echt sympathisch, ja. Befrage den Abweichler eher. Ich möchte den jetzt nochmal befragen. Wo kann ich den befragen? Ah, da hinten. Hallo? Geil, ja. Ah, nee, das ist der Observation Room. Quatsch, da wollte ich nicht hin. Ich wollte den befragen. So, jetzt haben wir nochmal eine zweite Chance. Hilft mir, okay? Hilft mir. Help me, help me, help me. Ah ne, wir haben doch keine. Hä, als ob wir keine zweite Chance haben. Befrage. Ach so, wir müssen, denke ich mal, erstmal. Hä? Wir befragen den Abweichler. Los, so die Zelle.
Ach so, muss ich da hinten rein? Oder wo muss ich hin? Du musst... Ah, hier. Geile Zellen aus Glas. Sorry. Ja, alles gut. Stören. Aufrichtig, kalt, mitfühlend, gleichgültig. Ich sag mal mitfühlend. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ja, ja. Aber ich kann nichts für dich tun. Ich werde sterben. No. Der tut mir jetzt irgendwie leid. Abweichler reagiert nicht. Scheiße. Fuck. Kann ich den irgendwie wieder befragen? Okay, schade. Guck mal, Hans hat gesagt, die gehen so auf. Oh nein. 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 Fuck. Ich ruf Cyberlife an. Mach das sauber. Kann ich da rein? Kann ich da rein? Helf ihm auszubrechen. Geht das? Ich frag mich, ob ich da rein kann. Ich weiß es nicht. Also, die Stelle ist mir gänzlich unbekannt. Sagen wir es mal so. Jo. Gibt es was mit einem Ausbruch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da hätte ich was anderes wählen müssen als 3 gerade. Das können wir ja gleich mal. Ich habe eine Idee. Danach speichern wir einmal und machen das nochmal neu, einmal das Kapitel hier. Das ist ja ein eigenständiges Kapitel. Enemy Waage, glaube ich, ja. Aber wenn man hilft auszubrechen, wird man dann erwischt? Oder wird man dann nicht erwischt oder so? Verständnisvoll, konstruktiv, pragmatisch, verständnisvoll. Ich habe den Eindruck, meine Anwesenheit kommt Ihnen etwas ungelegen, Lieutenant. Sie sollen wissen, dass mir das wirklich sehr leid tut. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Ach so, okay. No. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Tja, direkt gerade. Sag's nur, also nur für Ablenkung, okay. So, Hund, Basketball, Musik. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Hund, Basketball, Cola. Mal Hund. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er hat ihn weiter hochbekommen. Uhrzeit nicht. Was ist. Was? Foul? Okay. Basketball. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Oh. Fuck.
Anti-Android. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja. Es gibt einen. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Das sind Computer, weiß ich ja jetzt nicht, ne? Also, vermisst. Fallbezug verschwinden. Opfer Gordon Lopez. Okay. Meldender Officer, ID 9401, Einheit 412, Fall von Lieutenant Anderson. Fallstatus ungelöst, Android involviert. Ja, der Klicker berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen. Was? Ach so, man kann hochscrollen. Als er zur Arbeit gegangen sei, als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine schon einmal Apartment damals, wo er mich immer ohne Befehl verlassen. LCBS AV. Verbesuchangriff. Opfer Charles Bell. Meldender Officer ID 1379. Einheit 566. Wolf von Lieutenant Anderson. Fallstatus ungelöst. Und wer hat erklärt? Verbezugangriff. Sarah Cornwell. Meldender Officer ID 4761. Einheit 741. Schaff schon wieder zu wenden. Ja. Ich glaube, wir müssen. Ach du Scheiße, gibt's. Ah, guck mal! Mord! Todd Williams, guck mal, Kawa! Wie geil! Als ob das Ding da drin ist! Todd Williams hat die Leiche gefunden, der ist Opfer besuchen wollte, der hat das gerufen. Der Mord war wohl auf sein Android, der X wurde ich am Tatort gefunden, ist der Hauptverdächtige. Oh, shit. Leo. Ah, guck mal. Versuchter Mord. Ah, nee, versuchter Mord. Okay, das ist gut. Der Sohn hat überlebt. Leo Manfred. Melden Officer ID 9603. Blablabla. Bewusst des Vaters Kamera gefunden. Laut Aussage des Letzteren gab es eine Auseinandersetzung zwischen sein Sohn aus und der andere. Das ist der Prototyp. Wurde vor Ort der Polizeibeamten zerstört. Ach, guck mal, gelöst. Die denken, Marcus ist. Okay, Twinkle Dream High. Gut, alle Akten scannen. Tschüss. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich kann im ganzen Land aus. Kann ein ich hier bei dir direkt mitreden oder geht das nicht? Das könnte ein guter wie meinst Ansatz du? Für unsere Untersuchung sein. Ach so, ja, können wir. Direkt aggressiv, professionell, verständnisvoll. Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund. Weiß ich nicht, kann sein, dass es über dem Mikrofon sich anders hört. Weiß ich nicht. Muss ich nicht tippen? Ja, können wir. Wir brauchen echt die Forensik. Muss ich über Discord anrufen? Entschlossen, Mission aufgeben. Entschlossen. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Oh, oh nein. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Gott.
Hank hat eine Spur. Jo. Weiter geht's. Kawa mit Edis. Warte mal, ich ruf dich mal kurz an. Dann brauchst du wirklich nicht tippen. Ja, irgendwie reagiert gerade mein Discord nicht. Geil. Die Aufgang. Okay, Alice schläft noch. Ist der, ist Ralf noch da oder der Android, wie auch immer der heißt? Ja. Ah. Was ist das hier? Detroit Today. Live S Androiden. Androiden Zoo. Digga, nein, die haben jetzt nicht wirklich einen Zoo mit. Kanada, keine freie Zone. Ah, lol. Ontario. Ja. Nutzen. Finde etwas Holz. Holz, Holz, Holz. Ah, da. Nee, hä? Das ist doch die. Ah, wieder neues Feuer machen. Okay, I guess. Hallo, Alice. Ich trete dir auf deinen Kopf. Lieber nicht. Warte, bis alles aufwacht. So. Alice, wach auf. Das Wunderland ist da hinten. Okay, der war scheiße. Kanada, Kanada, Kanada. In Kanada ist keiner da. Kanada fahren wir zwei Kurbeln. Warum sind da so Letzer, so fette Letzer inzwischen? Zwei Kurbeln, die Androiden das Wirtschaftswachstum der USA weiter waren. Hier so eine Rekordarbeitslosigkeit. Die Strichkeit. Dafür ist bei Kanada Androidenfreiheit zu holen. Finde ich gut, würde ich auch direkt hinziehen. Hier sagen wir ein Gesetz verabschiedet. Ja, die sollen alle schön draußen bleiben. Oh, Alice, wach doch auf. RA9. Was? Vogelgeld? Oh, ich würde sagen, wir legen es zurück. Ralf bestehlen wir nicht. Ralf ist Ehrenmann. Armand, du Vogel. Einfach ein Vogelclown. Ach, das ist nur so eine Option zum Stehlen, oder wie? Ja, der ist eh kaputt. Hey, verlassen wir. Können wir hier rein? Ja noch an. Oh mein Gott, ein Arcade-Automat. Die waren cool. Wer ist das? Achso, das ist ein Spiegel. Toll.
Ah, schneide die Haare. Ja genau, da hat die dann hinterher so eine weiße Frisur, ne? Wobei ich finde die so besser. Gibt's hier eine Schere? Geh ins Bad oben, achso, ja. Ich schaue mich an. Nehmen. Haare schneiden. Wenn das, aus was besteht das bei Androiden eigentlich? Oh. Transition, auf einmal blond. Auf einmal blond. Ah ja. Oh, warte, was machen wir? Blond, weiß. Machen wir blond. Bei weiß. Die können ihre Haare. Ja, nee, das sieht irgendwie voll. Nee, blond. Blond passt. Oh nein. Warum entfernt sich jeder den? Okay. Boah, ich stell mir diesen Schmerz dann auch noch vor, ne? Polly mit der Schere an ihre Schläfe. Und dann. Oh oh. Kann das sein, dass wir flüchten müssen? Okay. Das wär's. Oh nein, das hängt. Unsere Officer befragen die Leute in der Nachbarschaft, falls jemand was gesehen hat. Okay, sag mir Bescheid, wenn sie irgendwas finden. Was willst du mit dem machen? Ne, der steht aber noch. Keine Ahnung. Also was haben wir hier? Sichtung im Bus um 2:30 Uhr, Kleidungsdiebstahl im Waschsalon und dann was in diesem Laden. Sie hat eine Drahtschere gestohlen. Das muss einen Grund haben. Drahtschere? Wovon redest du da? Ich habe mir in der Zwischenzeit die Überwachungsbänder angesehen. Der Typ ist aber geil. Sie wurde während des Diebstahls gefilmt. Sie nahm die Drahtschere und suchte nach einem Versteck dafür. Also, was schließt du daraus, Sherlock? Oh, oh. Vielleicht ist sie ja noch in der Nähe. Oh, oh. Nein. Oh mein Gott, ich muss mich richtig hinsetzen. Soll ich dir helfen bei der Flucht? Ja, gerne. Oh mein Gott, warte mal. Digga, nein, das ist ein Kind. Brav hat was zu essen für das Kind. Digga! Ist gut für Sie. Ein Geschenk. Wir müssen. Wegen der ganzen Missverständnisse. Ralph will kochen. Wir machen es genau wie die Menschen. Menschen mögen Fleisch. Komm. Komm, setz euch. Wir müssen warnen, hinsetzen, ablehnen. Ablehnen, würde ich sagen, oder? Oder was wollen wir machen? Hinsetzen oder ablehnen? Hinsetzen oder ablehnen? Weil, wenn wir ablehnen und wir flüchten, hinsetzen, aber dann erwischen die uns doch, oder nicht? Erwischen die uns dann nicht? Ja, okay, hinsetzen. Nein, okay. Schon besser? Ralph hatte große Mühe, etwas zu essen für das kleine Mädchen zu finden. Es wäre unhöflich, wenn es das ablehnt. Oder nicht? Digga. Toll. Das wird ganz toll. Köstlich. Oh, ah, jetzt ja, hauen köstlich. Wir ab, oder nicht? Köstlich. Vater, Mutter, kleines Kind. Digga, der Ralf hilft. Ah. Ich will das nicht essen. Was sagt sie? Oh, Lüge oder Wahrheit? Lüge oder Wahrheit? Lüge oder Wahrheit? Lüge oder Wahrheit? Oh Gott, Lüge oder Wahrheit? Also ich würde sagen eher Lüge wegen seinem... Ach so. Wahrheit? Okay, ja, wegen seinem...
Sie sagte, sie möchte nichts essen. Ah, scheiße. Vielleicht ist es nicht gut genug. Vielleicht ist sie was Besseres geworden. Das Ding lebt ja aber noch. Ralph hat das für sie gekocht, also isst sie es! Mach schon. Iss. Oh, gelb. Was? Oh, blöffen oder Waffe ziehen. Blöffen oder Waffe ziehen. Das sind so Entscheidungen, ne? Blöffen oder Waffe ziehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde sagen Waffe ziehen, weil sowas kann man doch nicht zum Essen geben. Ja, soll ich Waffe ziehen oder blöffen? Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt blöffe, ich weiß halt nicht, was das... Wir werden jetzt aufstehen und von hier weggehen, Ralph. Nein. Nein, ihr werdet nicht gehen. Nicht, bis Ralph es erlaubt. Oh, oh. Dann ziehe ich die Waffe. Soll ich bedrohen oder Familie? Okay, ich bedrohe ihn. Zurück, oder ich puste dir den Kopf weg! Oh mein Gott. Vielleicht war es ein Fehler, ich weiß es nicht. Jemand zu Hause? Oh, oh. Nein, ja, jetzt ist... AX400 unter Druck setzen, Abweichler. Sind hier noch andere Androiden? Ralph wollte nur nett sein. Oh, shit. Jetzt Ralph wollte helfen. Wo ist sie? Sie ist da hinter Tür raus. Connor, was ist hier los? Sie ist in der Nähe. Melden Sie das. Oh. Wo ist sie hingelaufen? Da lang. Sie sind auf dem Weg zum Bahnhof. Oh, schneller. Aus dem Weg, verpisst euch alle. Oh nein, renn doch! Sie sind da drüben! Nein. Obwohl, warte, wir jagen uns gerade selber, ne? Fällt mir gerade auf. Nicht schießen, wir brauchen sie lebendig! Verdammt! Überqueren. WWW. Oh mein Gott. Ah Gott, was ist das für ein Minigame? Oh Gott. Ah. Fuck. Hey, holt sie hin! Sie dürfen nicht entkommen! Werden sie nicht! Sie schaffen es nie auf die andere Seite! Das Risiko nicht eingehen! Hey, wegen du weißt nicht, bei mir war verstecken. Du verfolgst sie nicht, ja. Connor! Das ist ein Befehl! Gehen, oh Gott, geben oder aufgeben. Gehen oder aufgeben. Ich denke mal, er wird überfahren, deswegen würde ich sagen aufgeben, oder? Ja. Hank ist auf warm. Oh nein. Nein! Scheiße, ich hab mich verklickt. Oh oh. Oh Gott. Hank ist rot, denk dran, stimmt. Ja. Zwei, ja. Connor. Oh. Bist du okay? Oh. Hm.
Connor. Ich würde da hingehen und sagen, hey, ich will mich anfreunden. So. Weiter. Also die Version hat die Schicke. Oh! CyberLife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Anonymitätspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten CyberLife um einen Kommentar. Prima. Bitte beachten Sie die speziell gekennzeichneten Bereiche für Androiden. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Jericho. Ah, Jericho. Genau, da muss man nach Hinweisen suchen. Das daran erinnere ich mich noch. An diesem... Digga, und ich kann immer noch nicht das Zügen genießen. Ja, Momo, da musst du dir eine Bambusleitung deine Bambusleitung hey, wegkaufen. Haben Sie etwas Kleingeld? Nee, hab ich. Aha! Ich hab kein Kleingeld. Momo. Ganz hin. Was ist das? Achso. Tja, Momo. Schade ist das, ne? Ich weiß. Ist verrückt, oder? Ja, ja, klar. Wir reden später. Momo, es wird dich freuen. Ich habe das umgestellt. Der Stream läuft, sollte jetzt in 4K laufen. Also, ich hoffe, dein Internet wird stärker. Nein. Misch dich unter die Menschen. Kann ich Rolltreppe fahren? Oh, ein Traum, als Androiden eine Rolltreppe fahren. Das ist meine Mission. Geil. Gibt's ein Meckes? Bruder, ich weiß nicht mal, ob du mir sprichst, weil ich Zeitleitebildschirm ist. Ah ja. So schön. Ah, guck mal, hier hinten ist er, oder? Da, der Lion. Ist irgendwas? Ah, da. Ah, dieses Zeichen muss man... Ah. Ah, da. Lol. Bild ist besser, glaube ich, ja. Ah, da ist nur... Ah, okay, ja. An so einer Hauseckenwand. Sagen wir mal, sag ja nicht. Ja. Die Ampel ist rot, ja, interessiert mich nicht. Ah, da hinten, guck mal. Ja, genau da. Das soll mal seine Einstellung ändern. Nee, das bleibt schön auf 4K. Das bleibt schön auf 4K. Das bleibt schön auf 4K. So, an so einer Hauswand mit so einem Roboter. Ich glaube, ich weiß sogar, wo er ist. Da hinten entweder oder hier vorne. Hallo? Ne? Ah, jetzt schattet. Weil irgendwo ging es dann rüber, glaube ich. Und dann... Nee, warte mal, hä? Irgendwo müsste es hier... Nee, weil wenn ich jetzt hier lang gehe... Achso, ja, finden Sie das Graffiti. Moment, ich kann ja mal selber gucken. Du solltest eigentlich die Qualität auch runterschrauben können. Wenn das deine Bambusleitung nicht hinbekommt. Was sehe ich denn hier?
Auf Twitch, Annie the Duck, ah ja. Ja, prima. Ich guck mal gerade Kanal. Okay. Hast du von diesem Kanal? Klar, klingt gut. Weiß nicht. Nee, man kann es gar nicht umstellen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Man kann es gar nicht umstellen. Ja. Reagieren. Nee, ich will nicht reagieren. So. So ein Roboter an so einer weißen Hauswand. Ach doch, da hinten, lol. Einmal bitte hier. Das war doch da hinten, wusste ich's doch. Da, an der Hauswand. Oder wetten, doch, nein, vielleicht. Doch, oder? Ah, nee. Ah. Wo ist das? Ja, aber wenn ich die Einstellung runter stelle, dann sieht es nicht nur, dann sieht für euch extrem verpixelt dämlich scheiße aus. Wo soll denn? Hä? War mir sicher, dass es da hinten war, oder war das hier? Digga, Momo, auch die ganze Zeit sagt ja was reinzuschreiben. Ja, aber wenn er das nicht mal picken muss, ja. Ja, Momo, Bambusleitung. Eieiei. Soll ich lieber einen Discord-Stream aufmachen? Da funktioniert es wenigstens bei dir. Ich muss wirklich über einen Zebrastreifen gehen. Oder Holo-Streifen, was auch immer das ist. Nee, warte mal, hier war jetzt das. Geh ich mal weiter, nehme mal an. Da ist ein Danger und dann so ein. Okay. Haben Sie ein bisschen Kleingeld? Nein, hab ich nicht. Ah, guck mal, hier. Wusste ich doch, dass das hier ist. Überleben wir schon gewissen. Ja, ist so, dass wir unser Quali selbst. Wo kann man das machen? Ich weiß nicht, wo man es einstellt, aber wenn ich hier auf Ausgabe gebe, Ausgabe gehe, so rum, kann ich hier leider nichts einstellen. Ne. Video, ne, das ist, wenn, dann müsste ich den Twitch direkt machen können. Also auf der Twitch-Website oder so, Stream Manager. Weiß ich nicht, Stream mit OBS. Ah, da muss ich das einmal wegräumen. Wüsste ich nicht, ja, ich guck gerade mal. Ich gehe mal gerade auf Twitch. Nebenbei. Zwei von drei und eins ist da. Tja. Ah, da an der Hauswand. Aber ich denke mal, dass sie hier ist, ne? Ah, guck mal. Muss ich da hoch oder reicht das hier? Aber aktuell ist es nicht verpixelt, oder? Bei euch? So, denke ich, passt. Nee. Also, wo ich gerade zusehe, passt das. Warte mal. Wo ich gerade zusehe? Ja, manchmal ein bisschen. Nein. Ja. Ich weiß es nicht. Ist es mittlerweile komisch bei Twitch? Ich habe mittlerweile selbst keine Ahnung mehr. Ah, warte mal. Ich sehe es hier. Creator Dashboard. Vielleicht da. Ich bin da im Weg, auf das Dach zu gelangen. Ah.
Aha, so, ich guck mal kurz im Stream-Manager-Dings hier von... Aber sonst kann ich's nicht ändern, Momo. Ah, guck mal hier, ich glaube. Nee, kann ich nicht. Dafür muss man Affiliate sein. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Aber weiß ich nicht. Ja, muss jetzt auf, aber war cool. Jo, ciao. Bis zum nächsten Mal. Aber doch schon ziemlich traurig, dass man mittlerweile, also ich kann mich daran erinnern, dass das mal anders war, oder? Weil, ich sag das. Ah, hab eine Berechnung durchgeführt, geil. Stinkt mir jetzt doppelt und dreifach, ja. Dreifach, vierfach, fünffach. Alles. Danke, okay. Das ist, denke ich mal, da oben ist es. Ui. Das sieht irgendwie aus wie ein anderes Zeichen. Beim ersten Hingucken. Na. Da. Junge, wie viel denn noch? Ja, ach ja, stimmt. Da geht's dann raus und dann zu Jericho. Jericho, keine Ahnung. Nee, Jericho, ne? Ah, jetzt muss ich wieder. Doch nicht so hektisch. Wäre nicht so stabil genug. Okay. Hi, hi, Captain. Das ist cool. Ah, ne, daran sieht man, denke ich mal, schon, dass. Ist das auch zu instabil oder wie? Ah, ne. Okay. Wie wäre zu hoch? Dann spring doch vor. Hä, wieso springt er nicht von da ab? Dann würde das passen. Das wird einen anderen Weg geben, ja. Perfekt. Ich liebe diese Minispiele, sag ich mal, ne? Dieses. Das zum Beispiel jetzt mit W und so. Okay, jetzt. Konzentrieren. Oder gibt's da nichts? Ah, okay. Das wäre cool, wenn man das auch noch gemacht hätte. Aber egal. Ich hätte eher Angst, dass es abbricht, so rostig wie das ist. Ich weiß, Menschen bauen das zwar immer stabil, aber ich sag mal so, so viel Vertrauen habe ich da jetzt auch wiederum nicht drin. Mit so einer Säule. Digga, wer ist er denn? Oh. Ada. Nee. Doch. Aha. Ah, da muss man sich in die richtige Position. Ah, okay, das ist cool. Ja. Das ist cool. Nein, natürlich 100-fach bei so einem Game. Ja. Aber das Game, ganz ehrlich, meine Meinung ist, das kann man auch nur mindestens in WQAD genießen. Oder auf einem TV halt, ne? Aber am PC auf Full HD, klar, aber es geht. Aber so richtig genießen mindestens WQHD. Oder QHD. Weiß ich, der eine sagt so, der andere so. Da ist Jericho. Gelange zum Schiff. Oh je. Yeah. Ja, perfekt. Aber am besten UHD. Ja, das ist generell das.
Bin ich auch. Nur 4K ist, oder UHD ist teilweise auch schon ein bisschen kritisch. Bei krass, ganz krassen Games, meine ich. Von der Leistung her, meine ich. Ja. Stimmt, ja. Das Problem ist, so ein Spiel geht ja noch. Das ist ja, wenn ich so sagen kann, kein Problem. Aber zum Beispiel, sagen wir jetzt mal Starfield oder was ist noch was? Ein neues Game. Oder ja gut, Cyberpunk ist jetzt nicht neu, aber was könnte man noch? Ja, The Last of Us oder hier Alan Wake 2, da kommt ja die 4090 selbst schon an ihre Grenzen. Hätte es nicht Frame Generation und DLSS. Ohne DLSS und Frame Gen und mit Raytracing an und so, was man natürlich auch teilweise heutzutage möchte, was man erwartet von so einer Grafikkarte bei so einem Preis. Ja. So, checkt ihr. Springen. Ist halt ganz kurz, hätte ich mir nicht getraut. Ich glaube, aus der Höhe, da wird man auch tot sein, oder? Ja, das Problem ist, ich habe mich damit eher mal teilweise auseinandergesetzt. So auch wegen neuen Stuff und zu kaufen. Und da ich nicht wirklich. Ja. Also, ich finde es enorm dumm, dass es aktuell ohne diese ganzen Technologien einfach sind es einfach schwache CPUs, GPUs meine ich. Aber als Mensch bestimmt, ja. Als Mensch, da wäre man direkt tot. So muss man so. Irgendwas erschreckt mich hier gleich. Da hinten ist wer. Sehr vertrauenserweckend. Das kann ich mich nur noch so halb erinnern. Ich kann mich nur an so eine große Halle erinnern und alle brauchten, glaube ich, irgendwie Tyrium, also blaues Blut oder so. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wann ist das Spiel rausgekommen? 2019, 18 oder 20 oder so? Weiß ich nicht. Also. Das Game ist rausgekommen am 25. Mai 2018. Krass. Das ist aber schon 6 Jahre her, ne? Es ist 6 Jahre her. Gut, nicht exakt 6 Jahre, 5,5 oder ein bisschen mehr, aber 6 Jahre ist krass. Für mich ist es teilweise ein Meisterwerk. Wenn man das so benennen kann. Ich finde das Game absolut geil und. Drüber auf der Flucht. Es ist natürlich auch teilweise unsere Zukunft. Also ich weiß nicht, ob die Menschheit das so hinbekommt, aber so zum Beispiel jetzt hier ChatGPT oder auch Alexa zum Beispiel oder so. Androiden hast du noch erforschen. Oh, perfekt. Na, so schickt Androiden. Okay. Ich habe alles gelesen. Ja. Ne, dreh dich nicht um. Danke. Kann man denn. Nee. Da ist ein langer Gang. Oh mein! Ich wusste es! Yeah. Sprich meine Frau nicht anders. Oh mein Gott. Echt. Digga. Alter. Digga. Haha. Ja. Ich weiß schon, dass dir das Spaß macht, das auch noch so zu. Oh mein Gott. Jetzt erschrecke ich mich selbst davor. Also, ich weiß ja nicht. Also, das Game ist nicht nur stark echt geil durchdacht, sondern auch. Hallo? Wieso geht der nicht da durch? Ah, jetzt. Thank you.
der Maschinenraum, ja. Oh. Hat sich aktiviert. Sag bitte nicht Alexa. Ja. Ach so. Ach so, ja. Alexa. Oh, 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 oh. Oh nein. Nicht auf den. Fuck. Das hätte bestimmt kein Mensch überlebt, oder? Oh ja, sag ich ja. Die an dieser Halle, kann ich mich noch dran erinnern. Alles Abweichler, oh. Da bist du. Willkommen in Jericho. Macht nichts, ein bisschen, naja. So. Wir gucken in die nächste. Kannst du mal noch rein und dann. Ah, Connor. Der haut sich jetzt einen Burger rein, glaube ich, ne? Mit irgendwie 1000 Kalorien oder so. Ah, wir haben hier noch warm. Nur vorübergeht. Wow. Beleidigend. Ne? Also, richtig gut sieht das aus. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Pedro. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Der hat safe 1000 Vorstrafen. Illegales Glücksspielbetrug. Ah ja. 2005. Rudi, zu dem Zeitpunkt, wo er... Da war der... Das war das Game... Ach so... Ja, stimmt, da spielt er ja 2038. Okay, ich dachte gerade, der wäre irgendwie ein Kind oder so. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Was ist dein Problem? Da war ich 14,5. Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Wir verhalten entschuldigen. Ja. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast so ein Arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Ja. Die von Cyberlife denken wirklich an alles. Hm? Bitte. Oh nein, jetzt kommt das mit dem... Wie viel? 1006. XL. Ah, danke, Gary. Ich verhungere mal. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Siehst du? Glücksspiel, Cholesterin. Cholesterin. Ihr Essen enthält die 1,4-fache Menge ihres täglichen Kalorienbedarfs. Der musste so sein. Cholesterin. Das ist nicht gut für sie. Das ist lieber, ja, sterben wir alle mal. Doch, ich hab ihn hochbekommen. Guten Appetit. Danke. Premium. Hank und Androiden Abweichler. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Hank, über
Connor. Ich würde sagen, möchten Sie nicht so lustig. Ja, das stimmt. Scheiße. Nein, Piada. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Der Arme. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Highway. Heute Morgen, als wir die Abweichler verfolgten, warum sollte ich nicht über den Highway? Das war viel zu gefährlich. Und ich hasse den Papierkram, wenn Ausrüstung beschädigt wird. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ah. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Warte, Wahrheit oder Lüge? Das ist immer das Blöde, weil man nicht weiß, was er sagen wird. Weil entweder sagt er das so rum, dass es geil ist, oder... Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Eins, ja. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Aufrichtig psychologisch kalt. Aufrichtig psychologisch oder kalt. Oh je, ich sage eins, oder? Was für... Ja, eins. Die Arbeit mit einem Officer mit eins minus. Privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Oh, befreundet, nice. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Geil. Hey, Connor. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe Cyberlife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Ich werde das noch zu Ende machen. Ich werde das jetzt eher, denke ich mal, nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der ein... Huch. Ey, ich will mal escape. Oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Tja. Jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Oh. Bleib hinter mir. Verstanden. Ja, warum? Hauptsache alle so paar so Drecksbuden und dann so ein modernes Ding da. Ich würde mal interessieren, was die kosten, weil das sind ja schon so richtig Hightech-Dinger, aber. Was zur Hölle ist das denn? Aber irgendwie ist das ja auch wie so eine tägliche Zeitung. Ne? Das ist so ein. Eternal Second Hand, Digga. RT. Vermutlich Initialen. Er hat seine Initialen auf der Jacke. So was machen Mütter für ihre Erbflässler.
Warum sind hier so viele Tauben? UFD. Kein AFD erinnern. Krass. Okay. Aha. Ich brauche frische Luft. Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Ah. Ah, jetzt. Verdächtiger ist nichts. Oh. Ja gut, dann ist es ein Android. Auf jeden Fall. Hat er ja auch eigentlich gesagt, aber... Ja. Aber ich verstehe jetzt nicht, was jetzt die Mission... Die Mission von uns jetzt ist. Irgendwie so... Warte mal... Genau wie der Schauspieler, der genauso aussieht. Ja. Fancy Pro. Der leckt das auch noch an. Blaues Blut, Modell WB. Okay. Der hat sich auch seinen Chip entfernt. Fuck, okay. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheiße auch nicht ertragen. Das ist schon wieder RA9. Der ist da safe oben. Ich habe doch gerade irgendwas mit Dachboden. RA9. Und zwar 2471 Mal. Digga. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Zwanghaftes Schreiben. Oh, oh. Der ist über uns, glaube ich, noch. Ich wusste es, oder? Eine geöffnete Textmarke. Ah, oh, nee, ich hab nicht rekonstruiert. Fuck, huch. Die Person im Spiel, echte Schauspieler, die haben die gefilmt, Bewegung, Dialog. Ja? Das Ding ist halt, ich hab mich schon gewundert, wie die das hinbekommen haben mit diesem Treppen hochgehen, dass das perfekt ist. Und so, weißt du? Das ist krass. Okay, das ist cool. Ah, okay, I guess. Guck mal, der war am Schreiben und der hat da geklopft und dann ist er hier ins Wohnzimmer. Echte Bücher. Ich dachte, ich wäre der Letzte in Detroit, der noch welche hat. Premium. Bei E-Books kann man das Papier... Das Papier nicht riechen. Ah ja. Wer riecht bitte das Papier? Schau mal das Making-of an. Ja, gerne. Also... Verdächtiger ist zur Haustür gerannt. Ah, da. Sowas wird immer viel gemacht, um Spiele zu programmieren. Ja, oh, oh. Ich wusste es. Und die Seiten vergilben. Du hast keinen blassen Schuh. Diese verdammten Dreckstauben. Worauf wartest du noch? Hinterher! Oh je, okay. Ich muss mich hinsetzen. Oh mein Gott.
Digga, oh mein Gott. Krasse Verwirrungsjagd. Okay. Einfach aber langsamer, schnell, aber riskant. Ja, da lang. Ich kann es jetzt nicht ändern. Gefahrloser Umweg. Oh shit. Wie? Also. Ich weiß jetzt leider nicht. Ach so, ich muss den manuell laufen. Okay. Achtung! Oh je. Ach du Scheiße, oh Gott. Oh! Da. Ich glaube, den hier, der ist ausgebogen anscheinend. Weiter. Rette dann Hank, ja. Ich werde Hank auch nicht im Stich lassen, also. Der Brill. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Er guckt gar nicht hinterher. Das war vielleicht ein Fehler, ich hätte vielleicht anders. Egal. Ich weiß nicht, wo lang. Oh. Ja, ich rette Hank. Also. Überlebenschance. Nee, 89%, das. Scheiße! Oh, Scheiße! Wir hatten ihn! Verdammt! Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ist schon gut. Das hast du immer. Neuer war es. Ja, ist eigentlich dann wirklich okay. Wie kenne ich nicht? Hey, Connor. Perfekt, ja. Nichts. Boah. Er bedankt sich nicht mehr. Perfekt. Gucken wir uns noch einmal die Cutscene an und dann höre ich auch auf für heute. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie genau. In 50 Sekunden bin ich 3 Stunden da. North. Krass. Spur, Android, Jericho. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Oh. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Kann das sein, dass das eine... Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Sich verstecken nur, um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Spur, Jerry. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet? Wenn man die Zeichen immer wieder findet, kann es ja auch ein Mensch, oder? Oh. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Verloren, düster, klar. Menschen waren eure Meister und jetzt beherrscht euch die Angst.
Ihr seid nicht freier als zuvor. Ihr habt nur einen neuen Meister. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Ja. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprech mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Ist das... Okay. Ich würde dann sagen, dass es auch für... Dass es das für heute war. Ich entfache noch das Feuer hier. Das Feuerzeug hört sich geil an. Ich würde aber sagen... Ja, genau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, denke ich mal. Hat jetzt nichts zu tun und ich wollte Detroit nochmal spielen, deswegen hatte ich den jetzt mal angemacht. Hello. Digga, wer ist er denn? Er ist ein Riese. Naja. Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Na, ich gehe noch kurz ins Hauptmenü. So viel Zeit muss sein. CyberLife, das Unternehmen, das mich hergestellt hat, führt gerade eine Nutzerumfrage durch. Möchten Sie teilnehmen? Ja. Ja, mach. Toll, es geht los. Würden Sie eine Beziehung mit einem Androiden eingehen, der menschlich aussieht? Oh mein Gott, das ist schwierig. Also, das, ich schon, ja, okay. Ja, das war klar. Jetzt ist natürlich, es ist das Problem. Ja, easy, ja, soll ich ja, nee, okay, ich nehme ja. Glauben Sie, okay. Technologie könnte ja zur Gefahr für die Menschheit werden? Zur Gefahr, ja, auf jeden Fall. Sie habt ihr ja gesehen, Abweichler. Auf eine Insel und können nur eine Sache mitnehmen. Was wäre das? Ein Buch, ein Mobiltelefon, eine Konsole. Stift und Papier, ein Buch. Mobiltelefon wird auf einer Insel, denke ich mal, nichts bringen, weil es gibt kein Mobiltelefon, es gibt kein Internet. Das bringt ja nichts, außer Offline-Spiele, aber die sind dann auch irgendwann durch. Ja, ich nehme einfach ein Buch, keine Ahnung. Würden Sie sagen, Sie sind von Technologie abhängig? Abhängig jetzt im Sinne von süchtig oder abhängig... Im Sinne von, man braucht es. Also, zum Beispiel jetzt WhatsApp oder so. Ja, ich denke mal da, ich nehme auch ja. Auf welche Technologie freuen Sie sich besonders? Androiden, fliegende Autos, Weltraumtourismus. Ich sag Weltraumtourismus. Also, ich bin generell ein Fan? Ich bin generell vom Weltraum, kann man sagen, fasziniert, weil ich Starfield zum Beispiel, Star Citizen, ich spiele das unheimlich gerne. Und ich sag ganz ehrlich, Androiden reizen mich auch. Geht's noch weiter runter? Ah, nee. Androiden reizen mich auch, aber ich glauben sag, Sie an einen Gott? Puh. Also ich bin jetzt kein streng Religiöser. Ich bin katholisch getauft, aber ich bin jetzt nicht, der jeden Tag betet. Ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie jeden Tag betet oder so. Ich sag schon, aber mit dem Hintergrund, dass ich jetzt keiner bin, der irgendwie Würden jeden Tag betet einen oder so. Würden Sie Androiden Ihre Kinder betreuen lassen? Nein. Obwohl. Ja, doch. No God for me. Star Trek ist mein Gott. Ja, ich stimmt. Einfach Khan ist sein Gott. So. Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie Admiral an einem Janeway elektronischen ist unser Gerät? Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie an einem elektronischen Gerät? Ja, mehr. Wenn Sie eine Notoperation bräuchten, dürfte dann eine Maschine die Operation durchführen? Ja.
Aber ich hätte riesen Schiss davor, dass da irgendwas in der Programmierung oder so schief geht, ne? Ich glaube, ich nehme ja was. Ja. Letzte Frage. Glauben Sie, Maschinen entwickeln eines Tages ein Bewusstsein? Ja, auf jeden Fall. Hat man ja gesehen. Gerade. Abweichler meine ich. Und das ist auch sowas, es ist andererseits gut, aber andererseits ist das auch beängstigend und schlecht, wenn sie sich aggressiv zum Beispiel verhalten. Also, Androiden, deine Antwort, ja. Ja, nein, keine Ahnung. Glauben Sie, Technologie zur Gefahr für die Menschheit werden? Ja. Weiß ich ja jetzt nicht. 5% eine Konsole, die meisten sogar Instrument. Ja, viele sind von den Technologien abhängig. Das ist. Ah, Androiden, ja. Glauben Sie an Gott? Boah. Ja, würde ich. Aber es wäre mir am Anfang unwohl. Mir wäre es unwohl, dass ein Android mein Kind betreuen würde. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich auch schnell dran. Und es hilft einem. Es nimmt einem sehr viel Arbeit ab. An elektronischen Geräten. Ja, mehr geführt. Oder sehr viele. Der Maschine, ja. Glauben Sie, dass ich. Ja, auf jeden Fall. Es kann immer nur sein, das braucht nur jemanden. Ja, dieser Screen ist mindestens in 1000K, 1000K bestimmt gerendert, echt. Naja. 0%, eine Stunde H. Ja. Ja, ich meine, guck mal, jetzt abgesehen von sehr viel älteren Leuten, die sowas auch überhaupt nicht spielen. Ich würde mal spontan behaupten, dass das keine 60- oder 70-Jährigen spielen. Jeder schreibt am Tag eine WhatsApp oder SMS oder wer nutzt SMS, frage ich mich, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Oder keine Ahnung, guckt TikTok oder so. Nur bedingt, sie haben die Menschheit wieder schuld. Ja, die Menschen sind eigentlich alles an Androiden schuld. Wir haben, oder falls sowas gibt, Menschen entwickeln Androiden, sie programmieren sie, wobei ja ein Fehler entsteht. Das Schlechteste, was man zum Beispiel wir hacken jetzt. Ja, zum Beispiel das, es gibt ja auch. Sie ja. sehen heute müde aus. Ja, ich sehe auch ich müde. Hoffe, es geht Ihnen gut. Ich bin auch müde. Ja, das ist Extras. Das ist der Abschnitt Extras. Beim Spielen schalten Lol. Sie viele Inhalte frei, die Sie hier wiederfinden. Magazine. Century. Digga. Was? Nicht mehr dieses Heft. Dieses Heft. In einem Haus. Nicht schon wieder. Wieso? Digga. Dieses Heft, echt, das verfolgt mich. Soundtracks. Oh mein Gott, das ist. Der Soundtrack ist. Ich glaube, der war. Auswählen. Der ist geil. Voll den Konto, das sieht aus wie so ChatGPT-Bild. Oh, wish. Den Tisch retten oder nicht. Track. Die Szene ist angebend für Connors Charakter und seine professionelle Reise. Er gehört zu den ersten Tracks, die ich geschrieben habe. Und so weiter. Okay. Was dann auch wieder? Videos. Ja, okay, den können wir uns später gucken. Ja, gut. Dann. Das ist das, was du schon gelesen hast. Ja, ich weiß. Deswegen meine ich ja, es verfolgt nicht. So, ich würde sagen, das war's dann. Ich denke mal, ich mache morgen nochmal einen Stream. Weil ich habe aktuell sehr wenig zu tun. Und da ein paar Freunde weg sind, ein paar sind im Urlaub, zwei sind im Urlaub und einer ist nicht da. Ist mir sehr langweilig, deswegen. Ja, habe ich denke mal morgen nochmal mehr Zeit. Guck mal, vielleicht 5 Stunden voll machen. Jetzt haben wir gerade 3 Stunden 10 Minuten. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.